Jenseitskontakte und Kontakte mit Verstorbenen. Das ist heute unser Thema. Ihr habt euch letzte Woche gewünscht, dass wir mal ein Video über Verstorbene machen. Also sprechen wir heute über tote Menschen. Hier sind eure Matrixer Jonathan und Niki. Ja, wir dachten uns, wir machen heute ein Video zu Verstorbenen, Kontakte mit Verstorbenen. Mhm. Ja. Das klingt sehr spannend. Wir wurden nämlich gefragt, ob wir auch gelegentlich Kontakte mit verstorbenen Menschen haben und wie die so ausgesehen haben bzw. aussehen. Und ja, man kennt das ja auch aus dem Fernsehen. Ne? Ich kann tote Menschen sehen. Ja. Ja, und in dieser Hinsicht legen wir dann doch mal los. Ja, also meist rede ich halt schon mit lebenden Menschen oder halt Statisten. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich tatsächlich so hin und wieder versucht, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Jetzt nicht über Astralreisen, das hast du, glaube ich, viel mehr gemacht, sondern ich halt mehr so im Wachbewusstsein. Ah, ja, und wie sah das aus im Wachbewusstsein bei dir? Ja, zum Beispiel haben mich Menschen gefragt, kannst du Kontakt zu meiner Mutter aufnehmen, zu meinem Vater, verstorbenen Freund. Die haben mir dann halt ein Foto von demjenigen geschickt oder gezeigt. Und ja, dann habe ich halt meistens sogar relativ schnell, innerhalb weniger Sekunden, die Präsenz oder die Energie dieser Person gespürt. Derjenige hat dann meistens Fragen gestellt, ob ich da so als Test, ob das dann auch wirklich diese Person ist. Die Fragen waren tatsächlich immer alle richtig. Also ich hatte tatsächlich immer die richtige Person am Apparat. Und ja, meistens habe ich dann Fragen gestellt bekommen, die ich die verstorbene Person fragen sollte. Wie es denen so geht, was sie machen. Naja, das Übliche eben. Manchmal sind die auch so bei mir aufgetaucht. Von einem Freund ist die Mutter gestorben. Ich wusste das aber nicht, aber da kam dann ja, die Mutter zu Besuch. Plötzlich fiel irgendwie alles aus, Laptops fielen aus, Lampen flackerten. Ich so, okay, da ist jemand da, der möchte wohl Aufmerksamkeit. Ich wusste dann aber auch gleich instant, wer das ist. Keine Ahnung, war ein Gefühl, eine Eingebung. Ja, hab dann parallel mit dem Freund geschrieben. Der war natürlich sehr traurig, aber er wusste es halt auch schon irgendwie. Nur nicht wann. Und ja, dann fand halt ein direkter Austausch statt und das hat ihn dann auch zum Glück beruhigt und hat ihm auch geholfen. Ja, was haben wir noch gehabt? Ja, einmal hatte ich eine Nacht, das war schon viele, viele Jahre her. Mhm. Eigentlich habe ich lange keine Musik mehr gehört nachts, aber plötzlich hatte ich das Bedürfnis, die ganze Nacht, damals war das so ein Lied von Britney Spears und da ging es um Wiedergeburt. Mhm. Und das kenne ich gar nicht. Doch, war gar nicht so schlecht sogar. Ja? Ah, okay. Ja, jedenfalls habe ich es irgendwie am Abend angemacht und habe es die ganze Nacht laufen lassen und hatte auch sehr spannende Träume dazu. Und ja, es war wie eine Vorahnung und am nächsten Morgen ist halt die Uroma von meinem damaligen Freund gestorben. Ja, das war halt auch mal interessant so zu erleben. Mhm. Ich war ja noch relativ jung. Also jetzt bin ich immer noch jung, ja, aber da war ich jünger. Mhm. Ja. Ja, sowas eben. Ich habe das halt so wachbewusstseinsmäßig immer gemacht. Also die Leute sind dann zu dir gekommen und haben gesagt, du Niki, mein Papa ist tot, kannst du da einen Kontakt aufbauen? Achso. Mhm. Und dann hast du dir auch im Wachzustand gleich gefühlt, den verstorbenen Menschen. Ja, das hatten wir doch hier im EPV auch mal. Da saßen wir unter Mangobaum, ne? Und stimmt, ja. Irgendjemand, wir wissen noch nicht mal mehr, wer das war, aber das kam. Auch nie mehr. Jemand kam zu uns und meinte, ob wir das dann könnten, im Wachbewusstsein mit den Verstorbenen reden. Und ja, dann haben wir das gemacht, wieder Fragen beantwortet, Testfragen beantwortet. Es handelte sich wirklich um die Person, ich glaube, es war Mutter oder Vater. Jedenfalls eine sehr nahestehende Person. Und danach war die Person, die gefragt hatte, auch sehr viel beruhigter. Ja klar, weil viele Menschen fragen sich ja, was ist aus meinem Vater oder Mutter oder Freund geworden, der verstorben ist, gerade wenn es frisch ist. Mhm.
Und wir haben auch schon Zuschriften bekommen von Menschen, deren Haustiere gestorben sind. Ja, genau. Ne? Da wurde dann auch gefragt, wie geht es meinem Hund? Ne? Was macht Stimmt. der? Ne? Oder wie geht es der Katze? Was treibt die so? Stimmt, da habe ich auch Und einiges gekriegt. ja, eben, ne? Und ja, da die meisten bleiben tatsächlich beim Besitzer, aber bei einem Freund war das auch so. Ja. Ja, genau. Und die bleiben dann öfter bei dem Besitzer. Das ist also eigentlich meistens Standard, dass die dann auch eine ganze Weile bei dem bleiben. Es gibt ja auch zum Beispiel auf Instagram oder YouTube immer so Videos, wo das Herrchen gestorben ist oder das Frauchen. Oh, ja. Ne? Und der Hund läuft jeden Tag da irgendwie zu einem bestimmten Platz, wo er immer mit seinem Herrchen spazieren gegangen ist. Ne? Herzzerbrechend. Ja, Herzzerreißend. ist doch. Ne? Ja. Und natürlich auch bei Verstorbenen treten natürlich Situationen auf, wo man dann als Hinterbliebener sich fragt, was ist aus dem oder der geworden? Ne? Was macht die? Ist die ins Licht gegangen oder läuft die jetzt auf der Erde völlig verpeilt rum? Hat die vielleicht irgendwelche unbeabsichtigten Zeitverschiebungen gemacht und irrt jetzt in der Zeit herum oder an irgendwelchen Orten auf der Erde? Also da gibt es viele Möglichkeiten. Jedenfalls ganz wichtig ist es für einen Verstorbenen, nach dem Ableben eben zu erkennen, dass man gestorben ist. Das ist wirklich ein Meilenstein, den man nach seinem Tod erreichen muss. Und den erreichen die meisten auf lange Sicht nicht so. Stimmt. Ja, also auf meinen Astralreisen habe ich viele Verstorbene getroffen, von denen die meisten keine Ahnung hatten, dass sie tot waren. Also dass ihr Körper tot war. Sie selber lebten ja noch, haben auch gar keinen Unterschied gefühlt. Das bedeutet, ja, der Körper ist umgefallen, der Astralkörper blieb stehen. Ja. Und für die war das ein nahtloser Übergang. Die dachten also immer noch, sie würden leben. Und liefen dann bei sich da ins Haus, haben den Nachbarn begrüßt, der Nachbar hat nicht zurückgegrüßt und haben dann gedacht, mein Gott, ist der heute schlecht drauf oder warum ist der heute so arrogant und grüßt nicht? Ja, weil der Nachbar ihn nicht gesehen hat. Gehen dann an die Kaffeemaschine und denken sie, ach, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee. Mist. Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr, ich brauche eine neue. Ne? Dabei konnten die im Astralkörper eben die Kaffeemaschine nicht bedienen. Und all solche Dinge sind dann kleine Hinweise darauf, dass man eben gerade den Körper abgelegt hat, dauerhaft. Und das kennen wir auch von Astralreisen, so von außerkörperlichen Erfahrungen. Da versucht man, den Lichtschalter anzumachen Ja. und da tut sich nichts. Ganz schlimm. Ja. Und dann denkt man, hä, ist die Birne kaputt? Oder Ja, echt, oh. was läuft hier? Ne? Und das sind natürlich alles Momente, die euch nach eurem physischen Ableben eben Hinweise sein sollen. Hey, du hast keinen Körper mehr. Du hast jetzt in den Astralkörper gewechselt, in deinen Jenseitskörper oder wie immer man den auch nennen möchte. Ja, also ich habe natürlich auch schon einige Kontakte mit Verstorbenen gehabt. Also ich weiß noch eine ganz gruselige Szene. Ja, erzähl. Ich bin nachts ins Bett gegangen, habe mich konzentriert auf eine außerkörperliche Erfahrung. Und während ich mich so konzentrierte und langsam rüber wechselte in den Astralkörper, spüre ich, dass neben mir jemand liegt. Als ich im Astralkörper war, drehe ich mich nach rechts. Da lag deine Frau und die sah wirklich schlimm aus. Das Gesicht war voll blutig und nicht alles war mal an der richtigen Stelle. Ja, und ich so, jetzt bleib ganz cool, Jonathan, ne? Was ist hier los? Ne? Ja, und dann habe ich aber zu ihr gesagt, jetzt aber raus aus meinem Bett. Und hat sie gesagt, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, hat sich dann hingestellt. Und man muss immer wieder daran denken, wenn man einen Geist trifft, im außerkörperlichen Zustand, also einen Verstorbenen, ne, die nennt man ja auch so oberflächlich Geist oder Geister, das sind nur Menschen, Leute. Ihr braucht keine Angst haben. Ne?
Und manche Verstorbene sehen eben so aus nach ihrem Unfall, wie sie es eben erwartet haben. Ne? Sie hatte nämlich irgendwie einen Autounfall gehabt oder so. Und sie hat irgendwo auf der Astralebene von jemandem gehört, geh mal zum Jonathan, der lebt da und da. Ne, mit dem kannst du Kontakt aufnehmen, damit du vielleicht noch eine Botschaft an deine Hinterbliebenen senden kannst. Und das war eben ihre Absicht gewesen. Sie ist dann halt als Geist zu mir gekommen, hat gesehen, dass ich noch wach war. Also ich war nicht astral, ne, da war ich ja noch physisch wach, als sie mich ins Bett legte. Und hat wohl gewartet auf mich, bis ich mich schlafen lege. Und da hat sie sich gelangweilt. Und hat gedacht, ach, dann lege ich mich so lange ins Bett. Also so hat sie mir das dann nachher erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ich in meinen Astralkörper wechsle und eine, ja, nicht so vorteilhaft aussehende, verunfallte Verstorbene lag daneben mir. Möchte man aber auch jetzt nicht jeden Tag erleben? Nee, ist natürlich eine Ausnahme. Meistens tauchen die Verstorbenen bei einem im Zimmer auf, im Schlafzimmer und versuchen eben Kontakt aufzubauen und meist immer nur aus einem Grund. Ja. Ja. Sie wollen eben noch ihren Hinterbliebenen sagen, hey, tut mir leid, dass ich das und das gemacht habe oder zum Beispiel, mir geht's gut. Genau, das wollen die meisten, ne? Mitteilen, dass es ihnen gut geht, wo, da wo auch immer sie gerade sind. Ja. Das ist schon wichtig. Richtig, wenn sie erkannt haben, dass sie gestorben sind. Nämlich Verstorbene, die nicht wissen, dass sie verstorben sind, die sind meistens ein bisschen panischer. Ja, die sagen, irgendwas stimmt hier nicht, mir geht es nicht gut, irgendwie keiner erkennt mich, keiner grüßt mich mehr, die ignorieren mich alle, das sind alles Schweine. Was ist mit denen los? Sind die sauer auf mich? Hat irgendwer Gerüchte erzählt über mich oder was weiß ich? Ne? Solche Gedanken machen die sich da. Und irren dann auf der Astralebene herum und wissen einfach nicht weiter. Oder manche, die denken immer noch, sie wären lebendig und laufen immer noch in ihrem Haus rum. Hm. Bedienen die Kaffeemaschine, versuchen zum Klo zu gehen oder machen die Türen auf und zu und all solche Dinge. Und das sind dann halt die sogenannten Spukphänomene. Ja. Und ich habe auch eine Zeit lang das Retrieving praktiziert. Retrieving kommt eben von diesen Golden Retrievern, die immer mit der Whiskyflasche um den Hals Leute retten, die von einer Lawine irgendwie erfasst und irgendwie unter Schnee begraben sind, ja? Damit die was zum Aufwärmen bekommen, eine Flasche Whisky oder so. Daher kommt der Begriff. Retrieving bedeutet, dass man sich eben engagiert, in den außerkörperlichen Zustand zu wechseln und dann Verstorbene aufzusuchen, um sie darüber aufzuklären, dass sie verstorben sind. Ja. Ja, das habe ich so ein paar Jahre praktiziert. Gegenwärtig eher weniger, aber früher habe ich das häufiger gemacht. Und da hatte ich viele interessante und verrückte und spannende Begegnungen gehabt. Magst du vielleicht eine erzählen? Also eine wunderschöne Begegnung, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war mit einem Mädchen. Da wurde ich von zwei Nonnen angesprochen, auf außerkörperlicher Ebene. Sagten zu mir, wir wissen nicht weiter, wir haben versucht, Kontakt zu dem Mädchen aufzubauen, aber sie spricht nicht mit uns, weil wir Fremde sind. Anscheinend hat ihre Mutter ihr da bestimmte Anweisungen gegeben. Und kannst du vielleicht versuchen, Kontakt mit ihr aufzubauen? Und die haben mich dann zu so einer Art, ich weiß nicht, was das war, eine Art Tropfsteinhöhle oder sowas. Irgendwie, das war irgendwie so eine Höhle, eine große. Und da haben sie mich mit hingenommen und haben mir das Mädchen gezeigt. Und das Mädchen stand da in so einem Feenkostüm. Mit Zauberstab in der Hand, der aber schon ein bisschen lädiert war, der Zauberstab. Und da dachte ich, oh je, die denkt immer noch, dass sie lebt. Ne, das war mir eigentlich ziemlich klar. Die war vielleicht so 8, 9 Jahre alt, maximal, ne, so um den Dreh. So ein weißes Feenkostüm an, so mit Glitzer und was weiß ich nicht alles.
Und dann bin ich zu ihr hingegangen und wollte mit ihr Kontakt aufnehmen, aber sie wollte auch nicht mit mir sprechen. Ich war ja auch ein Fremder für sie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie löse ich jetzt diesen Fall? Ne? Weil ich muss das Mädchen aufklären, dass sie gestorben ist. Und wenn sie das erkannt hat, kann ich sie mitnehmen auf eine höhere Astralebene, wo sie dann ja, mit ihren Verwandten oder Freunden eben wieder sich treffen kann. Ne? Ja, aber sie wollte nicht. Sie blieb da und ignorierte mich auch. Und ja, ich habe dann Kontakt zu ihrer Mutter aufgebaut. Ihre Mutter lebte noch. Dachte ich mir, verdammt, wenn die Mutter jetzt schon verstorben wäre, könnte ich die ja einfach Na rufen. klar. Was habe ich gemacht? Ich habe die Mutter in der Zukunft gerufen, Wo sie schon verstorben war. wo sie schon verstorben war. Ne? Und dann habe ich sie gerufen und habe gesagt, ob sie kommen kann, weil ihre Tochter eben zu ihrem Todestag ja, jetzt ohne Körper ist und sie solle doch kommen, weil ich dachte mir, die zukünftige Mutter müsste ja eigentlich Bescheid wissen. Ja. Und da habe ich sie gerufen und habe ich da gewartet, 10 Sekunden, 20 Sekunden, und plötzlich sehe ich so ein Licht von der Höhlendecke. Und da kam dann die Mutter durch, auch in einem Feenkostüm, auch weiß, ne? Und hatte einen Zauberstab in der Hand, ne? Und kam dann so runtergeschwebt, ne? Und das war wirklich so ein richtig bewegender Moment, fand ich, ne? Weil die Kleine guckte dann hoch und strahlte über beide Ohren und war total glücklich. Und dann hat sie sie in die Hand genommen und sind dann wieder durch die Decke durch. Ach, wie Ne? schön, Ja, das war echt eine ganz tolle Erfahrung. Ja. ja. Cool. Und dieses Retrieving kann man eben auch nutzen und ja, ist immer wieder sehr hilfreich für Verstorbene, weil die meisten wissen nicht, dass sie verstorben sind. Da kann man denen dann helfen. Und ja, das Retrieving ist deshalb wichtig, weil zum Beispiel euer Geistführer, ne, der befindet sich ja in seinem Mentalkörper dauerhaft. Der hat gar keinen Astralkörper mehr. Den hat er abgelegt. Wenn du aber deinen Astralkörper benutzt, dann bist du in deiner Frequenz etwas niedriger als der Mentalkörper. Und der Vorteil hierbei ist, dass Verstorbene in der Regel nur Menschen oder Wesen in ihrem Astralkörper wahrnehmen können, aber nicht im Mentalkörper. Da haben sie Schwierigkeiten mit. Wenn der Geistführer also zu dem Verstorbenen geht, um den er sich kümmern möchte, dann sieht der Verstorbene ihn gar nicht. Und wenn du dann als Astralreisender in deinem Astralkörper zu dem Verstorbenen gehst, kannst du eben als Mittler dienen. Und darum freuen die sich auf den höheren Astralebenen immer, wenn sich jemand bereit erklärt, hier, ich helfe Verstorbenen, weil ich noch einen Astralkörper habe. Denn ich bin ein bewusster Astralreisender und lebe noch auf der Erde physisch. Ne? Solche sind denen am liebsten. Ja, das finden die ganz toll. Ja, und über das Thema Retrieving, also Verstorbene retten und aufklären und vielleicht auch auf die höhere Astralebene führen, das haben wir sehr ausführlich in unserem Online-Seminar Astralreisen 2 Carol besprochen. Wer also Interesse daran hat, wie man das macht, wie das abläuft und was man da genau zu tun hat und, der kann ja mal vielleicht in das Online-Seminar reinschauen. Ja, jedenfalls können wir so abschließend sagen, dass eben Kontakte zu Tieren möglich sind, die verstorben sind, und auch natürlich zu Menschen, weil die meisten Menschen eben auf der Zwischenebene, das heißt auf der 4D-Astralebene, immer noch rumlaufen meistens. Sie glauben, dass sie noch leben oder versuchen noch Kontakt aufzubauen oder ja. Es gibt auch viele, die hängen dann eben noch an ihren irdischen Gütern. Ich wollte auch jemanden mal retrieven und der wollte einfach nicht von seinem Haus weg.
bis ich irgendwann herausgefunden hatte, dass der da Geld im Garten versteckt hatte. Der hatte eingebuddelt, zigtausende. Und das konnte er nicht loslassen, weil er immer wieder dachte, nee, wenn ich jetzt die physische Ebene loslasse und weggehe, ja, was ist da mit meinem Geld im Garten? Und das hat ihn festgehalten. Ja. Und da gibt es also unzählige Geschichten, die man da lesen kann, auch auf meinem Blog. Könnte viele Geschichten dazu lesen. Und ja, Kontakte mit Verstorbenen ist immer sehr spannend, finde ich. Ne? Oder? Ja. Naja, vielleicht hat euch das ja jetzt einiges gebracht, uns dabei zuzuschauen, wie wir so aus unserem Nähkästchen im Hinblick auf Kontakt zu Verstorbenen gesprochen haben. Und ja, vielleicht habt ihr auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Ja, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, wir würden uns sehr freuen, ne, ob ihr auch schöne Geschichten hattet, an die ihr euch erinnert oder so. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.